Das Bombardier mit der 59, Thorsten Holz ist dabei. Und die Höhenmeise sind mit Was? Ja. Jetzt hier oben. Der zweite Platz in die Car Racing auf 3, die Schattenbohrung an 83. Tino Boys ist das auf der 4. Dann M&M Racing, wo wir eben den dramatischen Überschlag gesehen haben von seinem Teamkollegen. Er jetzt auf Position 4 unterwegs, die Blühbäuse etwas abgeschlagen. Antica Racing geht noch einmal auf den Erdbeer, die Blue Tanks. Ebenfalls weit abgeschlagen, unterwegs in ihrem Fahrzeug. Vorne ist das Bombardier. Antica Racing auf der 2. Die ersten 5 sind ja in der nächsten Runde mit dabei. Das Bombardier immer noch vorne unterwegs. Das Bombardier immer noch auf Position 1 unterwegs. Das Bombardier geht als erstes in die letzte Runde. M&M auf der 2, die Wühlmäuse eine Runde zurück. MDK auf der 3, Simon Planas und die Latrice ist das Lemberger Stadtlatrin. Antica Racing und die Blue Tanks sind mit dabei. Ein letztes Mal geht es rein in die Kurve für das Bomberteam. Das Bomberteam wird sich der Sieg souverän. Jungs aus Brickwisch auf 1. M&M Racing auf der 2 über die Ziellinie. Antica Racing auf Platz 3. Mit dabei in der nächsten Runde. The Roadrunners auf 4. Und Dieter Tritschisch auf der 5. Position. Rennberger Stocker-Team 6, die Blümmer 7. Antica Racing auf der 8. Und die Blue Tanks ebenfalls mit